Mahlzeit. Der DAX will immer noch nicht so richtig. Ja, die dunklen Wolken sind noch nicht kleiner geworden. Eher vielleicht noch ein kleines Stück größer. Evergrande hat die nächste Zahlungsfrist verstreichen lassen. Und es ist noch ein weiterer Immobilienkonzern dazugekommen, der die Anleger vertröstet. Schlechte Nachrichten auch vom chinesischen Automarkt. Die Autobauer daher auch leicht angeschlagen heute nach der guten Entwicklung der vergangenen Tage. Aber es erholen sich einige Werte, die zuletzt auch arg unter die Räder gekommen sind. Zum Beispiel Zalando heute leicht im Plus, HelloFresh dagegen schon viel kräftiger auf Platz 1 im DAX. Dann gibt es eine Nachricht bei TeamViewer, nachdem die Deutsche Bank heute früh nochmal draufgekloppt hat, gibt es eine neue Nachricht und die lässt die Aktie tatsächlich mal ins Plus drehen. Also schauen wir uns mal an, ob die Talfahrt gestoppt ist. Und im Musterdepot hat sich was getan, es ist ein neuer Lithiumwert drin, Neolithium ist rausgeflogen. Ich denke, da ist die Musik raus und jetzt gucken wir mal, ob es vielleicht einen neuen Übernahmekandidaten gibt oder ob man eben auf ein anderes Unternehmen setzen sollte, was ich dann getan habe. Ist riskant, aber trotzdem finde ich durchaus sehr interessant, durchaus lohnenswert. Könnte man machen, aber wie gesagt, auch wieder ein neuer High-Risk-Wert. Wir sehen es, DAX 0,24% im Minus, aber ist jetzt nicht so schlimm. Wir waren schon ein Stück schlimmer heute im Minus, hatten kurz mal wieder an der Marke von 15.000 heute früh geklopft. Da waren wir bei 15.023, aber dann ging es dann doch wieder ein gutes Stück nach oben. Die Nachrichtenlage hat sich nicht groß geändert und ich glaube auch vor der Quartalsberichtssaison möchte sich keiner so weit aus dem Fenster lehnen. Auch in den USA haben wir gestern Verluste gesehen. Überall war es eigentlich rot und da kommt der DAX heute auch nicht drum rum. Es ist jetzt wirklich die entscheidende Quartalsberichtssaison, die wahrscheinlich vorgibt, wie es denn zum Jahresende hin weitergeht. Und da haben wir heute auch mit Gerresheimer ein Unternehmen, was Zahlen präsentiert hat, wo die Anleger auch nicht so richtig mit umgehen können, wenn wir gleich uns die Aktie angucken. Aber da wird auch ein Problem deutlich, was nicht nur bei Gerresheimer jetzt in der Quartalsberichtssaison auftauchen könnte. Aber gucken wir uns erst nochmal die Freunde von China Evergrande an. Die haben ja auch noch eine Tochtergesellschaft. China Evergrande New Energy Vehicle. Und die gehören auch dazu. Aber der Immobilienkonzern hat keine Kohle. Aber die wollen, so sehen sie aus, hier die Autos, noch in diesem Jahr die ersten Autos vom Band laufen lassen. Und wir sehen es hier, Hengqi heißen die Automobile. Und davon gibt es dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verschiedene, die sie auf den Markt bringen wollen. Die ersten sollen dieses Jahr noch vom Band laufen. Hier hat man noch groß alles versprochen. Man hatte gesagt, bis 2025 möchte man einen Verkauf von 1 Million Autos erreichen. Also auch hier sehen wir vollmundige Versprechungen, wenn es um die Automobilindustrie geht. Wenn es um die Immobilien geht, dann ist Evergrande eher schon ein wenig kleinlaut. Heute, wie gesagt, hat man die nächste Zahlungsfrist verstreichen lassen. Und auch Cynic vertröstet momentan die Anleger. Mit Fantasia hatten wir auch schon einen Immobilienkonzern, der nicht mehr zahlen kann. Also das Problem spitzt sich weiter zu in China, aber die Regierung ist ruhig. Und ja, aktuell sieht es auch wirklich noch danach aus, als wenn es ein regionales Problem im Reich der Mitte ist und kein Dominoeffekt auslösen könnte. Davor haben die Anleger ja besonders Angst, dass dann auch noch größere, vielleicht europäische oder amerikanische Banken in Schieflage geraten könnten. Aber da haben ja bereits Jerome Powell und auch Christine Lagarde gesagt, das ist aktuell nicht so und die europäischen Banken sind da nicht so sehr involviert. Also warten wir mal ab, wie es ausgeht. Aktuell wird das Thema ja wieder ein Stück weit beiseite geschoben, aber ist behindert zumindest so weit, dass der DAX auch nicht richtig nach oben klettern möchte. Dann Daimler, wir sehen es heute auch, 1% im Minus. Der chinesische Automarkt schwächelt weiter. Wir haben 1,61 Millionen Fahrzeuge im September ausgeliefert. Das ist ein Minus von 17,3% gegenüber August und lähmt heute ein wenig die weitere Erholung bei den Autowerten. Wir sehen es nicht nur Daimler im Minus, auch BMW und VW. Man muss mal gucken, wie sich das jetzt hier auch auf die deutschen Autobauer ausgeschlagen hat. Beim letzten Mal konnte zumindest BMW noch ein Stück zulegen, aber
Wir müssen abwarten, was die Zahlen dann auch von den deutschen Autobauern kommen und wie es dann hier auf dem chinesischen Markt aussieht. Also ein wenig Vorsicht, aber auch kein Grund zur Panik. Wer investiert ist bei den Autobauern, bleibt nach wie vor dabei. Und wir sehen es, charttechnisch ist auch noch nichts angebrannt. Wir sind nach wie vor über der Marke von 80 Euro und das ist auch gut so. Dann in den USA ein kleiner Lichtblick und ja, man hat immer so da den Eindruck, man ist auf der Suche nach der nächsten Starbucks oder nach dem nächsten Starbucks oder Luckin Coffee im positiven Sinne, weil am Anfang war Luckin Coffee ja der Überflieger an der Nasdaq, da hat man ja gesagt, jawohl, Konkurrent und läuft und Kaffee trinkt ja jeder und jetzt sind zwei Holländer, die sind noch gar nicht so lange an der Börse. Wir sehen es, die Aktie hat auch schon eine schöne Berg- und Talfahrt hier hingelegt. Nach dem Börsengang ist es direkt kräftig nach oben gegangen. Dann kam die Aktie wieder zurück. Jetzt ist sie zum Kauf empfohlen worden und wir sehen es, das hat gestern direkt ein Plus von fast 15% gebracht. Einige Analysten haben sich die Dutch Bros tatsächlich dann auch 1:1 übersetzbar. Die holländischen Freunde hier durchgesetzt, wenn man sich das Ganze anguckt, ist gar nicht mal so schlecht. Den Plastikbecher, den kann man jetzt hier monieren, aber neue Kaffeevarianten, die haben quasi auch so eine kleine, vom Tellerwäscher vielleicht zur Millionärgeschichte, haben mit kleinen Foodtrucks angefangen, wo sie ihre Sachen verkauft haben, holländische Kaffeespezialitäten, wenn sich einer mit Kaffee auskennt, ne? Dann natürlich auch die Holländer, nicht nur die Italiener und wir sehen es hier, ein reichhaltiges Angebot, sind natürlich noch nicht profitabel, aber ist so eine Aktie, die man jetzt mal auf der Watchlist haben sollte, die man sich mal genauer beobachten sollte, bei Rücksetzern vielleicht durchaus interessant, sieht alles ganz lecker aus, haben natürlich jetzt noch eine hohe Bewertung dafür, 15 Millionen ungefähr pro Store, ist nicht so übel, aber trotzdem, wenn wir uns das Ganze hier charttechnisch angucken, mit dem Sprung wieder hier über die 45 Richtung 50, hat sich die Aktie hier auch charttechnisch auf der kurzen Zeitachse, muss man ja auch sagen, wieder ein Stück gut nach oben gearbeitet, ist positiv, zwar ein bisschen hoch bewertet, aber wir kennen das bei Luckin Coffee, als die ins Rennen gekommen sind, weil man die für den neuen Dauerbrenner im Bereich Kaffee gehalten hat, ist die Aktie auch extrem abgegangen und finde, ist ein ganz interessanter Wert, sollte man sich wirklich genauer anschauen. Dann habe ich ja gesagt, ich bringe die Aktien mit oder ein paar von den Aktien mit, die Morgan Stanley gestern unter seine Liste gepackt hat, unter anderem bei grünen Favoriten und Linde ist da drauf, das deutsche Konzern finde ich ja nach wie vor auch immer noch sehr gut, die Aktie. Dann kann man jetzt ein wenig streiten, ob wie grün das Ganze ist, wenn wir uns Enbridge angucken, ist ein kanadisches Unternehmen, das in den Kanada und USA, wo das weltweit größte Rohöl- und Flüssigkeiten-Pipeline-System betreibt, aber da kann ja dann auch was anderes durchfließen, also wenn wir uns das angucken, von allen Aktien, die hier ich mitgebracht habe, ist Enbridge mit der beste Wert seit Jahresanfang, fast 30% im Plus. Also auch ein Wert, den man sich durchaus auf die Watchlist setzen kann und wo es durchaus weitergehen könnte. Dann haben wir Aptiv PLC, ein Unternehmen aus Dublin, ist ein Automobilzulieferer, der besonders intelligente Automobilsoftware und Systeme produziert und entwickelt und ist vor allen Dingen, was mir auch gar nicht so bewusst war, ist immer schön, wenn man sich das Ganze da so einliest, dann erweitert man seinen Horizont immer schön. Einer der wichtigsten Zulieferer von Tesla für halt auch die Innenausstattung und die ganzen Systeme, die Tesla anbietet, also kann man sich durchaus auch mal auf die Watchlist setzen und dann Börsenneuling, der noch nicht ganz so lang dabei ist, Freyr Battery und aus Norwegen, Batteriespezialist, kann man sich auch durchaus mal auf die Watchlist setzen. Wir sehen es hier seit Jahresanfang noch nicht so gut gelaufen, eher im Minus und hauchdünne Minus. Aber auch interessant und auch klar ein Fall für die Watchlist, auch ein Unternehmen, wenn man sich das mal anguckt als Batteriespezialist, wenn man da in Zukunft draufsetzen sollte, kann man sich die Aktie auch mal auf die Watchlist setzen und sich hier in Ruhe mal ein Stück einlesen.
Dann hatten wir nicht erst seit gestern schon Probleme beim britischen Zalando-Konkurrenten ASOS. Wir sehen es hier auch, der Verfall geht heute weiter, 4,6%. Wir hatten eine Gewinnwarnung, wir haben einen Austausch an der Spitze. Es läuft alles nicht so rund. Auch einer der Probleme oder der Belastungsfaktoren natürlich für Zalando, wenn es bei der Konkurrenz nicht lübt. Und vor allen Dingen, wenn die auch hier von Problemen in der Lieferkette sprechen und sagen, sie haben oder es könnte Probleme beim Weihnachtsgeschäft gehen. Wir kennen das von Nike, wie es abgefärbt hat und auf Adidas oder Puma, dann ist man natürlich bei Zalando auch hellhörig. Goldman übrigens, wo wir beim Thema Nike sind, hat Nike wieder zum Kauf empfohlen, hat gesagt, temporäre Probleme, alles jetzt genug abgeschlagen und deswegen sollte man die Aktie auch wieder kaufen. Liegt vorbörslich auch über 1% schon wieder im Plus, also auch hier eine Kaufempfehlung. Und Zalando schließt sich dem Abwärtstrend ja heute zum Glück auch nicht an und ist zumindest mal leicht im Plus. Wir sehen es 0,74%, aber immer noch charttechnisch so im, ja, leicht im Niemandsland, wenn man es haben so sagen möchte. Hier ist es wahrscheinlich auch ganz klar, dass Zahlen und Ausblick hier den weiteren Weg von Zalando bestimmen. Die Anleger sind aktuell vorsichtig und auch hier gilt noch nicht da reingreifen und schon mal jetzt einsteigen, sondern auch wirklich hier auf die Zahlen und vor allen Dingen auch auf den Ausblick warten. Gucken, ob Zalando sagt, wir haben keine Probleme in der Lieferkette, bei uns läuft alles tutti. Oder ob sie auch sagen, ja, auch bei auf uns könnten Probleme zukommen. Also bleiben wir hier noch am Spielfeldrand. HelloFresh heute, der Topwert im DAX, obwohl der DAX im Minus ist, erholt sich HelloFresh kräftiger. Wir sehen es hier 3% im Plus. Gestern wurde auch nochmal herangezogen, dass ja auch ASOS ein Problemfaktor sein könnte, weil jetzt alle Internetunternehmen oder alle Versandunternehmen angeschlagen sind, glaube ich nicht so. Wir sind aber auch hier, wir sehen es, wir sind noch nicht aus dem Gröbsten raus. Erst wenn wir wieder tatsächlich nachhaltig über die 80 Euro springen, kann man auch charttechnisch grünes Licht wieder geben. Aber es sieht ganz gut aus, dass wir hier an der 200-Tage-Linie die Kurve kriegen. Passt so ins Gesamtbild. Immer mal wieder ist die Aktie Richtung 200-Tage-Linie gelaufen und hat sich danach wieder erholt. Und dieses Muster könnte sich jetzt auch fortsetzen. Wenn die Zahlen passen, wenn das Wachstum weiter stimmt, dann glaube ich, dass wir auch hier wieder über die 80 Euro rausgehen. Tops und Flops, ich habe es gesagt. HelloFresh auf Platz 1, Merck dahinter, Sartorius, die Börsen- oder die DAX-Neulinge sind wieder ein wenig heute gefragt, nachdem sie ja wirklich eine harte Zeit seit ihrer Aufnahme im DAX erlebt haben. Dazu zählt dann eben auch Zalando. MTU heute ein wenig im Minus, ein bisschen kräftiger sogar. Bayer, ja, da ist der Schwung von den 2 Milliarden Euro fast schon wieder weg. Volkswagen haben wir drüber gesprochen. Airbus auch im Minus, obwohl sie heute mit ganz guten Nachrichten rausgekommen sind oder gestern schon gesagt haben, dass sie bei den Flugzeugauslieferungen fürs laufende Jahr auf Kurs liegen und das wahrscheinlich auch alles schaffen. Und Fresenius auch im Minus. Dann Gerresheimer. Damit haben wir so dieses leichte Problem, was wir wahrscheinlich bei einigen Unternehmen sehen werden. Eigentlich wächst man ganz gut. Der Umsatz ist um fast 10% gestiegen. 9,4% waren es dann exakt auf 382 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Aber eben höhere Rohstoffkosten und höhere Lieferkosten haben eben dann das bereinigte EBITDA leicht schrumpfen lassen um 0,2%. Es ist rückläufig auf 74,8 Millionen Euro. Und das scheinen die Anleger heute ein wenig schwer oder ein wenig schwerer einschätzen zu können. Wir sehen es, die Aktie geht rauf und runter. Wir sind deutlich im Plus gestartet, dann ins Minus abgetaucht, dann wieder ins Plus. Und mittlerweile sind wir hier schon wieder auf dem absteigenden Ast und tauchen wieder ins Minus ein. Also man weiß nicht so genau, wie man mit diesen Zahlen umgehen soll. Natürlich ist es in der ersten Linie oder in erster Linie erstmal ein temporäres Problem, dass die Rohstoffkosten so hoch sind. Darüber, klar, müssen wir nicht reden. Auf der anderen Seite ist der Umsatz gewachsen. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es nur ein temporäres Problem ist und dass weiterhin auch viele Impfstoffe und alles, was verpackt werden muss, sicher verpackt werden muss, verschickt werden, dann dürften die Aussichten für Gerresheimer immer noch gut bleiben. Und auf lange Sicht auch gut sein, nur aktuell belasten eben die hohen Rohstoffkosten. Wenn wir uns das Ganze angucken, die Aktie ist ja hervorragend gelaufen, aber ist jetzt auch wieder deutlich zurückgekommen und immer noch
dass wir hier charttechnisch mit der 80-Euro-Marke kämpfen, ist nicht ganz so gülden für das Papier. Auch hier, wenn ich noch nicht investiert wäre, würde ich abwarten, wie das Spielchen hier ausgeht. Eine schlechte Nachricht oder wenn es an den Märkten jetzt nochmal wirklich sich ist ein Stück reinregnet, dann könnten wir auch durchaus Richtung 70 Euro hier nochmal runterfallen. Also aktuell auch hier, die Zahlen liegen auf dem Tisch. Die Zahlen sind eigentlich nicht schlecht, aber wir haben eben den Belastungsfaktor, dass hohe Rohstoff- und Lieferkosten auf das operative Geschäft drücken. Und wie die Anleger jetzt damit umgehen, muss man erst nochmal abwarten. Auch hier gilt erstmal, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. TeamViewer, wir sehen es, 7,65%, nachdem die Aktie erstmal heute früh im Minus gestartet war, nachdem die Deutsche Bank nochmal oben drauf gehauen hat, einen nochmal oben drauf gesetzt hat, ging es nach unten und dann kam eine Nachricht mit einer neuen Kooperation von Google und dann hat die Aktie sofort gedreht und ist ins Plus, wie wir hier sehen, 7,65. Man kooperiert mit Google im Bereich Augmented Reality, man kann mit der Brille, da ist ein System von TeamViewer jetzt eingebaut, dass man quasi bestellen kann, ohne dass man die Finger braucht, sondern alles irgendwie über die Brille macht. Es ist ein kleiner Hoffnungsschimmer, sagen wir mal so. Und wenn wir das Ganze langfristig angucken, sieht es natürlich auch immer noch aus wie der Griff ins fallende Messer. Und charttechnisch sind wir ja auch im Niemandsland, weil wir eben auch unter den Ausgabepreis zurückgefallen sind und keiner jetzt so genau sagen kann, wo es halt, wann dreht die Aktie. Jedenfalls eine neue Kooperation mit Google ist schon mal ein guter Ansatz. Und wir sehen, ein wenig Vertrauen kehrt zurück, auch wenn der Vorstand hier wirklich viel Vertrauen verbrannt hat. Wir erinnern uns, wenn wir das Ganze rückläufig sehen, gab es ja die erste Gewinnwarnung, weil man eben bei Manchester United aufs Trikot gegangen ist, weil man auch andere Sponsorverträge auch in der Formel E abgeschlossen hat, die richtig teuer waren und da waren die Anleger schon verprellt und wenn dann jetzt vergangene Woche nochmal die Gewinnwarnung kam, zeigt es ja irgendwie unterm Strich auch, dass diese Werbeausgaben in erster Linie immer nichts bringen. Ne? Und vielleicht hat sich hier TeamViewer ein wenig verzockt. Trotzdem habe ich es ja auch gestern schon gesagt, irgendwann kommt der Moment, wo man sagt, okay, genug ist genug und dann könnte es wieder hochgehen. Deutsche Bank hat das Kursziel heute auf 16,50 gedrückt. Also da ist ja noch ein Stück Luft nach oben. Mit dem heutigen Kursverlust, mit dem die Aktie gestartet war, waren es rund 17%. Ja, ganz Mutige können jetzt versuchen, darauf aufzuspringen, aber das Vertrauen in den Vorstand ist schon arg gebeutelt. Wir haben am 3. November einen Kapitalmarkttag, da muss man mal gucken, wie sie sich da präsentieren und ob da dann neue positive Signale kommen. Bis dahin ist es wirklich ein hochriskanter Wert, wo jetzt wirklich nur ganz, ganz nervenstarke Anleger erstmal ein Füßchen in die Tür setzen können. Kommen wir zum Lithium. Wir sehen es, wir haben ja auch hier bei Mahlzeit die Lithium-Watchlist. Zwei davon kann man jetzt in Ruhe mal aussortieren, nämlich Millennium Lithium geht ja an Kattel und Neolithium geht dann an mich hin. Mining. Also von daher ist die Frage, wer wird jetzt hier noch mal so der nächste Übernahmekandidat? Heute stürzen sich viele auf, was war's? Wo ist er denn? Standard Lithium da oben auf Platz 2. Wir sehen es 10,68% im Plus. Ich glaube nicht, dass Standard Lithium wirklich jetzt der super Übernahmekandidat ist. Ich habe es ja auch nicht ins Musterdepot aufgenommen, sondern ich habe den Wert genommen, der hier oben auf Platz 1 steht. Rocktech Lithium habe ich jetzt mal genommen. Vielleicht auch schon ein gutes Stück zu spät, wenn wir uns den Kurs angucken. Aber trotzdem finde ich, die Aussichten sind sehr gut. Auch nicht unbedingt als Übernahmekandidat, sondern wenn man sich das Geschäftsmodell als Ganzes anguckt, dann möchte Rocktech Lithium ja nicht nur ein reiner Produzent von Lithiumerz oder reiner Schürfer oder sie hat sich nicht nur auf den Abbau von Lithiumerz spezialisiert, sondern man möchte ja die komplette Kette abdecken. Also man möchte vom Abbau bis hin zur Produktion von Lithiumhydroxid hier das Ganze, die ganze Wertschöpfungskette abdecken. Wahrscheinlich kommt Rocktech Lithium, hat ja auch einen deutschen Vorstandsvorsitzenden, jetzt auch nach Deutschland.
in die Nähe der Lausitz, wo man dann nicht weit von Tesla entfernt ist oder eben auch von Werken, wo man bedienen könnte von BASF. Und man möchte hier ein Werk errichten, also besser ein Konverter in dem Sinne, wo man eben aus Lithiumerz Lithiumhydroxid macht. Wenn das Ding komplett läuft, was ungefähr 2024 der Fall sein sollte, dann könnten hier 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid produziert werden. Wenn man sich anguckt, damit deckt man den Bedarf ungefähr, wenn man es mal griffiger machen möchte, von 500.000 Elektrofahrzeugen ab. Also ist jetzt auch nicht klein, könnte durchaus gut sein. Die Nähe zu Tesla könnte auch aussichtsreich sein. Also man verhandelt hier gerade, wenn die Fördermittel stimmen und alles, dann soll dieser Konverter in Deutschland gebaut werden, was für das Unternehmen, glaube ich, der nächste Meilenstein ist, wenn man tatsächlich sich hier einigt und dieses Werk hochzieht. Also von daher finde ich den Wert sehr interessant, auch unabhängig von der Übernahmefantasie. Und mit 4 Euro, solange wir uns darüber halten, sind wir eigentlich wieder ganz gut unterwegs. Zuletzt hat natürlich jetzt die Fantasie, eine Übernahmefantasie, das Ganze getrieben. Und dann gab es eben noch die Verhandlungen in Deutschland, die sind gestern bekannt geworden und haben die Aktie auch um 11% ansteigen lassen. Montega hat sich den Wert angeguckt, ein Research House, und hat gesagt, Kursziel liegt ungefähr bei 6 Euro in den nächsten 12 bis 18 Monaten. Es wären jetzt nochmal 50% so aktuell Pi mal Daumen obendrauf. Wenn das Ganze so kommt, ist es eine gute Entwicklung. Und einen Lithiumwert muss man, glaube ich, im Depot haben. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, jetzt eben diese Werte zu tauschen, und habe eben Neolithium nach der Übernahme rausgenommen und habe dafür Rocktec Lithium reingekauft. Vielleicht zuletzt noch einen Blick auf den Bitcoin. Da sehen wir heute ein wenig im Minus. Jamie Dimon hat sich mal wieder geäußert. Und der Chef von JP Morgan ist wirklich ein Fuchs, ne? Wir wissen ja, er ist kein Liebhaber der Kryptowährung, und egal wo es geht, ist er dabei und haut mal gerne oben drauf. Auch jetzt hat er wieder gesagt, der Bitcoin ist wertlos. Aber er muss ja auch irgendwie die Kurve kriegen, dass seine Bank trotzdem natürlich verschiedene Vehikel dafür zur Verfügung stellt. Und dann hat er jetzt gesagt und hat es mit dem Rauchen verglichen. Ich bin kein Freund von Bitcoin, aber wenn unsere Kunden Bitcoin haben möchten, Bitcoin handeln möchten, dann müssen wir ihnen natürlich den legitimsten und saubersten Zugang zu diesen Möglichkeiten gewähren. Hat er gesagt, ich bin auch gegen das Rauchen und unsere Kunden rauchen trotzdem. So hat er es verglichen und hat damit natürlich so ein bisschen durch die Hintertür natürlich klar gemacht, auch JP Morgan ist im Bereich Bitcoin unterwegs und wird seinen Kunden hier den Handel anbieten. Im letzten Seitenhieb konnte er sich dann trotzdem nicht bei dem Interview verkneifen und hat dann noch so zum Schluss gesagt, woher wissen Sie eigentlich, dass es bei 21 Millionen endet? Und das ist auch eine Frage, die immer lauter wird, ne? Man weiß ja, wann das Bitcoin-Schürfen vorbei sein sollte. Und es gibt ja die ganzen Berechnungen, und dass es nur 21 Millionen gibt. Und jetzt stellt er natürlich die Frage in den Raum, woher wissen wir tatsächlich alle, dass es bei 21 Millionen endet? Im Code und alles steht es drin, aber er kann natürlich auch noch geändert werden oder sonst was. Insgesamt, wir sehen es ja, Bitcoin über 57.000 US-Dollar hat jetzt wieder eine Rallye hingelegt. Jetzt verschnauft er ein wenig, kein Grund zur Sorge. Und im Musterdepot waren wir mit dem Schein, den ich da ausgewählt habe, ja auch schon mal fast 40% im Minus. Und wir sehen, aber das Durchhalten hat sich gelohnt. Jetzt sind wir fast, da muss ich die Brille zücken, 70% mit dem Schein im Plus. Also da kann man jetzt dann durchaus nicht meckern, denn wir haben den Schein ja auch erst am 10.9. gekauft. Also ist ja jetzt mal so gerade einen Monat, ein bisschen mehr als einen Monat im Depot und hat 70% gemacht. Das ist doch nicht schlecht. Und wo wir bei nicht schlecht sind, da kommen wir zur Société Générale. Ist der Arnusch da? Hallo Arnusch, wie sieht's aus bei dir? Arnold ist heute tatsächlich nicht da. Du musst jetzt mit mir vorlieb nehmen. Ja, dann ist mir ja noch lieber. Ha, das ist ja hervorragend. Da wechsle ich doch oben nur mal kurz das Bildchen und schon wird aus dem Anusch die Vanessa. Und das freut mich natürlich noch mehr. Also, dann gucken wir heute nicht aufs Spiel Trader 21, sondern beschäftigen uns direkt mit den Fragen der Zuschauer. So ist es. Vielleicht noch eine Info für jeden ETF-Fan unter euch. Heute um wurden lauter und einige haben sich ein neues ETF-Format gewünscht.
Und dem kommen wir natürlich nach. Heute um 18 Uhr geht unser neues ETF-Format an den Start. ETFs um 6 heißt das Ganze. Also so vergesst ihr auch niemals, um wie viel Uhr es ist. 18 Uhr, unser neues ETF-Format. Heute geht es los mit Emerging Markets mit oder ohne China. Also ich freue mich über jeden, der dabei ist. Das Ganze mache ich zusammen mit Thomas Meyer zu Treber. Und es wird mit Sicherheit eine super Sendung. Und das Einschalten wird sich lohnen. Heute um 6 nochmal. Sunblocker hat gefragt, Wells Fargo interessiert mich, vielleicht hat Markus hier mal wieder einen Ausblick. Auch hier gilt jetzt die Woche noch abwarten. Dann können wir da wirklich genauer drauf gucken. Diese Woche kommen die ganzen Banken. Ich glaube, Wells Fargo ist dann weder Ende dieser Woche noch dran oder Anfang nächster Woche. Jetzt gehört die nächsten anderthalb Wochen jedenfalls erstmal fast den Banken. Ein paar Fluglinien werden noch ihre Zahlen veröffentlichen. Und ich würde jetzt auch hier nicht vorweggreifen. Die Aktie hat sich gut entwickelt. Wir hatten ja so einen leichten Skandal im Papier und alles. Und das hat man jetzt wieder verdaut. Und dann gab es ja auch noch das, der gute Warren ein Stück weit reduziert hat. Und aber mittlerweile ist die Aktie natürlich auch wieder gut unterwegs. Und wenn wir uns das Ganze hier angucken mit dem Tief, sehen wir hier, kommt sie wieder hoch. Ja, charttechnisch gesehen sind wir hier an der wichtigen Unterstützung, aber es ist natürlich wieder der Xetra-Kurs, den wir nicht wollen. Aber ich würde auch hier den Zahlen nicht vorweggreifen. Wenn wir uns das Ganze angucken, sind wir eben nämlich, wenn wir uns in der Heimatbörse den Kurs angucken, im US-Dollar noch nicht über die 50 wieder drüber, sondern sind da jetzt schon mal zweimal, vielleicht sogar dreimal jetzt hier abgeprallt. Also wenn ich sie hätte, würde ich sie jetzt auch nicht verkaufen. Aber vor den Zahlen wirklich wäre ich jetzt noch, ich würde sie einfach abwarten. Ich würde ein bisschen Risiko aus dieser Spekulation dann, wenn ich sie eingehen möchte, rausnehmen und tatsächlich warten. Natürlich kann es sein, dass wenn die gute Zahlen kommen, die Aktie, ja, die springt ja auch nicht wie andere Werte dann 10, 15, 17, 80, 20% in die Höhe, sondern geht es vielleicht 1, 1,5% nach oben. Wenn es dann noch über die 50 geht, wäre es auch nochmal ein Befreiungsschlag. Also von daher würde ich jetzt vor den Zahlen wirklich nicht vorweggreifen, so kurz. Das ist schon wenig, ja, fast, ich werde jetzt nicht sagen, Roulette spielen, das ist ja jetzt auch kein Wert, der wirklich extrem volatil ist, aber nö, vor den Zahlen würde ich da jetzt nichts machen. Dann schreibt Rudi, Tesla zu teuer, in Klammern KGV, Mercedes schon zu hoch gelaufen, jetzt auf VW setzen, wo sie noch so billig sind, Porsche und Audi auch als E-Autos profitabel. Wie würdest du zu dieser Aussage stehen? Ja, Ford und General Motors haben auch Nachholpotenzial. Und wenn man es guckt, ja, kann man so machen. Nur was ich nicht stehen lasse, ist einfach Tesla zu teuer. Das ist eine Sache, mit der sich Tesla, glaube ich, rumschlägt, seitdem sie profitabel sind, wo man das KGV errechnet. Und natürlich ist es extrem hoch. Aber tatsächlich gesehen war Tesla noch nie, und das ist ja, wo auch dann immer viele sagen, der Wenger erzählt ja immer so viel und da ist ja nichts dahinter oder irgendwas. Es gibt halt gewisse Sachen, wo die Story im Vordergrund steht und wo man auf die Fundamentaldaten wirklich ja nicht so sehr achten darf. Wenn man darauf geachtet hätte, hätte man nie bei Tesla einsteigen dürfen und hätte eine riesen Performance verpasst. Und wenn wir uns den Kurs angucken, wirklich, wir holen uns mal rein, dann muss ich sagen, dann läuft das Ding doch wie am Schnürchen. Und wir kennen es. Je mehr darauf rumtrampeln und die Short-Attacken, was Tesla alles weggesteckt hat, da muss man doch tatsächlich mal sagen, das können wir nicht gelten lassen. Also von daher, ja, teuer, aber immer, 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 immer wieder, wenn es darum geht, einen größeren Rücksetzer, würde ich sagen, Fundamentaldaten ausblenden, Story in den Vordergrund stellen und wirklich sich die Aktie mal genau angucken. Wir gehen uns das hier angucken. Ich muss kurz noch auf mich gehen, weil ich mein Chartprogramm noch nicht anhabe. Aber jetzt habe ich es an und jetzt können wir uns das dann wirklich zu Gemüte führen. Also man muss ja jetzt wirklich mal sagen, wenn wir uns das jetzt hier angucken, was gibt es da was zu meckern? Also ganz ehrlich, ja, zu teuer von mir aus. Aber jetzt gucken wir mal von hier. Und blitzsauber. Mit Ausreißern mal nach oben, mit schnellerer Dynamik. Aber dieser Aufwärtstrend, der ist einfach nur intakt. Und jetzt hat man neue Rekorde bei der Auslieferung gemacht und da muss man das wirklich jetzt ausblenden. Und wenn man sich das so anguckt, ja, finde ich,
Tesla teuer, ja, aber keinesfalls ein Argument, irgendwelche Rücksetzer im Kurs nicht mehr auszunutzen. Also das ist ja wirklich hier, wenn man sich das anguckt, da gibt es wirklich nichts, aber auch nichts zu meckern. Aber der Autobauer VW, ich habe beide im Musterdepot, ganz klar. Ich finde auch VW ist gut. VW macht das mit der Elektrifizierung alles komplett richtig. Wir haben auch hier den Rücksetzer gesehen und mittlerweile habe ich ja noch Daimler dazu gekauft. Wir sehen es, ich habe sie am 31.08. gekauft. Die ist, hat sich jetzt schon wieder ein Stück besser entwickelt als Volkswagen. Nee, umgekehrt. Doch, 33.08., wann habe ich Volkswagen gekauft? Meine Brille, meine Brille! Volkswagen habe ich schon am 5.3. gekauft und wir sehen es, die kurze Zeit bei Daimler hat da schon liegt Daimler 13% im Plus und VW ist aktuell ein Stück im Minus. Aber auf lange Sicht, klar, kann man bei den Autobauern nichts falsch machen. Und wenn man dann sagt, für mich sind die Fundamentaldaten extrem wichtig bei den Autobauern und ich gucke nicht, wie die Elektrifizierungsstrategie und ist und ich gucke wirklich da nur drauf, dann muss man ja tatsächlich auch sagen, klar. Dann können wir die deutschen Autobauer und auch die amerikanischen über einen Kamm scheren. Wenn wir uns das ganze Spielchen angucken, dann sehen wir ja hier auch, wenn wir uns die Fundamentaldaten angucken, ja, klar, billig, ganz, ganz billig, 6,7 KGV geschätzt für 2, für 2021. Von daher, ich habe es gesagt. Charttechnisch war sind wir fast schon wieder ein Stück zu spät. Bei Daimler sind wir ja über die 80, wir haben ja gerade nochmal drüber gesprochen. Wenn wir uns das Ganze bei VW angucken, ist die Marke von 200, dann sind wir hier ein Stück wieder abfallend. Aber dann ist VW auch eine gute Wahl. Also ich finde, ein Autobauer, wenn man langfristig sein Depot aufbauen möchte, auch wenn es für Volkswagen heute nach unten geht, weil China ja somit der wichtigste Absatzmarkt ist und hier natürlich dann auch eine Belastung anguckt und es auf 2, 10 Jahre angucken ist, sieht VW aktuell etwas angeschlagen aus. Da müssen wir tatsächlich gucken, dass die 175 hält, aber das sind jetzt nur rein charttechnische Argumente. Und da sehen wir, dass hier jetzt die nächste ist, nachdem wir eben wieder unter die 200 gegangen sind und auch unter die 225. Unter diese Unterstützung vielleicht noch ein Stück weit warten, auf die Lauer legen und trotzdem finde ich, ja, einen Autobauer müsste man haben und die anderen sind natürlich im Vergleich zu Tesla extrem günstig und haben auch jetzt das endlich erkannt mit der Elektrifizierung und von daher, ja, kann man es so stehen lassen, außer was ich halt sage ist, Tesla ist zu teuer, lasse ich als Argument für die Aktie in dem Sinne nicht gelten. Und dann hat Markus, ein anderer Markus, gefragt, könnte Markus mal eine Einschätzung zur Manz AG geben? Das Meins ist machst du ja sicher auch, gerne für den Markus, oder Markus? ja, mache ich gerne für meinen Namensvetter. Ist überhaupt kein Problem. Finde ich auch gut, läuft gerade aktuell auch nicht so extrem, hat korrigiert, war ja schon lange gut dabei. Ich habe versucht, die jetzt nochmal auf einem niedrigeren Niveau abzufischen, auch im Musterdepot. Wir sehen es heute leicht im Plus insgesamt, aber noch im Minus. Ja, ich glaube, auch hier wird es weitergehen. Manz wird auch einer der großen Profiteure sein. Warta hat jetzt auch bekannt gegeben, dass man richtig in die Produktion mit seiner Autobatterie einsteigt. Und davon dürfte Manz jetzt auch nochmal profitieren. Aber Kurs, wir sehen es hier von 70 unter 50 gefallen, ist leicht angeschlagen. Wenn wir jetzt hier nicht unter die 40 gehen, könnte sich das Ganze auch wieder drehen. Auch hier könnte durch die Zahlen wieder neues Leben in die Aktie kommen. Und ja, aktuell ist der Einstiegszeitpunkt schwierig zu fassen. Auch die Korrektur geht ein Stück länger, als ich mir das jetzt vorgestellt habe, was ja auch mit der allgemeinen Marktlage ein Stück zusammenhängt, die auch gerade nicht ganz so gülden ist. Die Probleme haben wir ja auch hier schon angesprochen. Von daher, wenn sich die Marktlage und die Stimmung insgesamt wieder verbessert, denke ich, dass Manz da auch mitziehen wird. Und auch hier gilt jetzt mal bis zu den Zahlen, muss man einfach die Füße stillhalten. Ist schwer Markus, schalt mal einzuschätzen. den Bildschirm um. Wir sehen den Bildschirm nicht. Aber ihr seht den Bildschirm schon wieder nicht. Sehen wir hier, also die Korrektur hat ein Stück länger gedauert, auch als ich angenommen habe. Und es könnte durchaus sein, dass wir hier noch an die Begrenzung von 40 laufen. Da finde ich, ist dann aber auch wirklich ein Zeitpunkt gekommen, wo man locker wieder zugreifen kann. Und wie gesagt, die Zahlen könnten eine Wende drin, ist gerade schwierig zu sagen. Wir sind unter die Spitze runtergegangen und die nächste ist ja hier von der 40 auch nicht mehr so weit weg.
Wo da jetzt der optimale Einstiegszeitpunkt ist, schwer zu sagen, aber langfristig, glaube ich, wird die Aktie weiterhin von der Entwicklung und vom Trend hin zur Elektromobilität profitieren. Okay. Und dann habe ich hier gerade noch eine Frage gesehen, was du zur Kapitalerhöhung von TUI hältst. Die fällt gerade extrem ab. Ne? Für die Bezugsrechte, habe ich gehört, früh gesehen, sind auch 9% nach unten gegangen. Ich finde die Kapitalerhöhung, ja, war zum Zeitpunkt nicht ganz so extrem schön. Aber wie gesagt, wenn man die TUI schon hat und wenn man noch ein bisschen Geld hat, würde ich sie trotzdem mitmachen auf lange Sicht. Wir sehen jetzt gerade schon, dass die Leute ja nach Urlaub gieren, auch in den Herbstferien. Da haben wir ja jetzt schon fast ein Chaos an den Flughäfen gesehen, weil alle wieder auch ein Stück weit weg wollen. Jetzt hat heute ja die Nachricht, dass Thailand auch wieder deutsche Urlauber ins Land lässt, sofern sie geimpft oder genesen sind. Getestet, glaube ich, sogar geht auch noch. Oder zumindest muss man trotz Impfung zwei Tests mitbringen. Und von daher sieht man, dass wirklich die Nachfrage hoch ist. Und ich glaube auch, dass TUI also da sich wieder fangen wird. Und wenn man so mitmachen möchte, finde ich, zum kleinen Teil kann man so machen. Aber wie gesagt, für TUI gilt, was wir hier schon auch, ich glaube, seit über einem Jahr gebetsmühlenartig predigen. Auf lange Sicht muss man hier denken. Kurzfristige Rückschläge und alles muss man einfach verdauen, weggucken und sagen, ist egal, ich gucke erst wirklich Mitte 2022 wieder auf die Aktie, wenn wir alles so ein Stück weit normalisiert haben und wenn man auch abschätzen kann oder wenn man sieht, dass sich bei TUI einiges erholt. Bis dahin, ja, wollen wir mal hoffen, dass es die letzte Kapitalerhöhung ist. Auch für TUI gilt ja Ähnliches wie für die Lufthansa. Man macht die Kapitalerhöhung ja auch, um zum Teil vom Staat wieder unabhängiger zu werden, um seine Schulden zurückzuzahlen. Lufthansa hat ja jetzt schon 1,5 Milliarden an die KfW zurücküberwiesen, weil man auch nicht möchte, dass sich eine neue Regierung von Rot-Grün-Ampelkoalition verhandelt ja gerade wieder, dann noch so sehr einmischen kann, weil man hier noch Schulden hat. Also von daher, bis zum Jahresende will Lufthansa quasi den Staat wieder draußen haben und TUI plant Ähnliches und daher auch die Kapitalerhöhung zum Teil auch nochmal, damit man auch die KfW-Kredite schneller zurückzahlen kann als angenommen. Von daher, ja, ist gerade wieder ein Belastungsfaktor, aber ich glaube, auch den muss man einfach ausblenden, wenn man die TUI-Aktie schon hat und länger dabei bleiben möchte. Okay, dann ist es das für heute. Und falls noch nicht geschehen, lasst uns auf jeden Fall ein Like da für die heutige Sendung und abonniert natürlich unseren OnVista YouTube-Kanal, falls ihr noch nicht zu unseren Abonnenten zählt, um keine Folge zu verpassen. Und ich freue mich auf euch heute um 18 Uhr bei ETFs um 6. Und ich freue mich noch ein und auf euch morgen. Aber auf jeden Fall in die ETF-Sendung reinschauen und zugucken. Auch hier natürlich interessante Themen. Und morgen gucken wir, wie es an den Märkten weitergeht. Und dann haben wir vielleicht auch schon Mittwoch, genau, die ersten Zahlen der Banken auf dem Tisch liegen und gucken uns die genauer an. Also, bis morgen. Macht's gut.